Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Oh mein Gott, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich. Nein, fragt ihr euch nicht, weil ihr habt ja den Titel gelesen. Und zwar gibt es heute ein Giveaway und ich freue mich so und bin ganz aufgeregt. Und wenn ich ehrlich bin, drehe ich das hier schon zum 480. Mal. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Evil-Video. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dachi. Neulich ist etwas passiert, auf das ich schon sehr lange gewartet habe und auf das ich mich schon sehr lange vorbereitet habe. Und zwar das hier. Ich habe 666 Abonnenten. Woo! 666 Abonnenten. Ja, ich habe mich jedenfalls mega drüber gefreut. Und es gab sogar einige Menschen, die mir Screenshots geschickt haben von wegen, guck mal, Dachi, du hast 666 Abos, wie cool. Und ich habe mich auch mega gefreut. Und zwar wird es ein 666 Abonnenten Evil Giveaway geben. Das ist ein ganz schön langer Name. Aber ja, ich dachte mir, ich hatte ja vor einer ganzen Weile dieses tolle Itemshopper-Beutel-Giveaway gemacht. Das fand ich total toll an die lieben Zuschauer, die mich unterstützen und ja, was zurückzugeben. Und ich dachte mir, ich möchte das unbedingt nochmal machen. Was wäre ein guter Anlass? Ja, auf jeden Fall, was gibt es für einen geileren Anlass, als ein Giveaway zu machen, wenn man 666 Abonnenten hat? Und da wir ja dank eines meiner tollen Videos mit den Evil-Apps wissen, wie wichtig es ist, evil zu sein, dachte ich, bleiben wir bei dem Evil-Thema. Es tut mir leid, dass ich so super aufgedreht bin. Ich freue mich wirklich riesig. So, nun gut. Bevor wir anfangen, möchte ich erstmal Danke sagen für alle Leute, die auf meinem Kanal dazugekommen sind, für alle, die fleißig meine Videos schauen, die kommentieren, die mit mir interagieren. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich habe ja jetzt eine ganze Weile lang ganz schön wenig gemacht und ich habe gemerkt, wie sehr mir das fehlt. Deswegen ist das jetzt irgendwie der perfekte Punkt, um wieder richtig einzusteigen. Und ja, mit diesem Giveaway möchte ich natürlich einfach mal ein kleines, eviles Danke an euch alle ausrichten. Und deswegen habe ich ein paar wundervolle Menschen gefragt, ob sie nicht etwas beisteuern möchten. Und deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich gerne an 6 Leute von euch ein Päckchen schicken mit 6 kleinen Evil-Dingen darin. Und was das sein wird, seht ihr jetzt. Was passt besser zu einem bösartigen Giveaway als Pechkekse? Und da habe ich die lieben Menschen von Pechkekse angeschrieben und habe gefragt, habt ihr nicht Bock, was zu sponsern für mein Giveaway? Ich möchte gerne was verschenken. Und deswegen gibt es Pechkekse, wer die noch nicht kennt. Und zwar habt ihr diese geilen Geräte. Und da drin befindet sich ein schwarzer Keks. Den zerbrecht ihr. Lasst die Hälfte fallen, richtig, und dann bekommt ihr eine Botschaft. Und auf dieser Botschaft steht zum Beispiel, echt schade, dass man sich die Nase nicht aussuchen kann. Nummer 1 habe ich für euch schon aufgefuttert und die restlichen werde ich an die 6 Gewinner aufteilen. Und natürlich vielen, vielen Dank, liebe Pechkeksmenschen, dass ihr die gesponsert habt. Da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich ein paar wundervolle Berliner Künstlermenschen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mitzumachen bei diesem Giveaway. Und zwar gibt es da in Berlin die wundervolle Seifenhexe. Die Seifenhexe ist an verschiedenen Orten in Berlin zu finden. Ich sehe sie sehr oft auf dem Dark Market in Berlin im Dunkelclub. Und die Seifenhexe macht, wie der Name schon sagt, ganz wundervolle Seifen und auch Öl. Ich benutze mein wundervolles Patchouliöl jeden Tag. Und ihr bekommt von der Seifenhexe Seife. Grüne Särge und schwarze Särge, die wunderbar nach Lavendel und anderen tollen Dingen duften. Und grün und schwarz ist doch die perfekte Farbkombi. Vielen lieben Dank, liebe Seifenhexe. Ich freue mich ganz doll. Und ihr dürft nicht vergessen, unten in der Infobox sind tolle Links, die ihr besuchen müsst, um diesen wunderbaren Menschen bei Facebook oder Instagram oder sonst wo ein Like dazulassen. Unser drittes Evil Goodie kommt von Heretikum, auch ein wunderbarer Berliner, der druckt selbst wunderbar blasphemische Patches, aber auch Prints auf Bibelseiten. Und er hat diese 6 Päckchen für uns gepackt mit diesem wundervollen hübschen Siegel. Und auch er hat eine tolle Instagram-Seite. Und ich glaube, ich fände es richtig cool, wenn ihr vielleicht Fotos macht von euren Sachen, wenn ihr die bekommt. Und wenn ihr die Lust habt, die zu posten, dass ihr mich drauf verlinkt. Und hier, ja, ich weiß halt selber nicht, was drin ist. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und auch an dich ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du mitmachst bei diesem wundervollen
Giveaway. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr könnt meinen Sprachfehler, den ich habe heute. Oh. Ich hoffe, ihr könnt meinen Sprachfehler, den ich heute habe, entschuldigen. Ich bin echt irgendwie super nervös, was dieses Video anbelangt. Und ja, okay, gut, weiter geht's. Und zwar wird es von einem wundervollen Künstler, dessen Name Homemade Nightmares lautet und auch zufälligerweise mein Freund ist. Ja, jedenfalls hat der liebe Leo für euch ein Bild gemalt. Und das habe ich hier auf so etwas Papier drucken lassen, dass ihr euch das aufhängen könnt, wenn ihr wollt. Und es gibt 6-mal diesen schönen, eveligen Print zu gewinnen. Was darf bei einem Evil Giveaway auch nicht fehlen? Natürlich Knochen. Diese super coolen Kugelschreiber bekommt ihr auch noch von mir. Die kommen mit ins Paket rein. Dann wie diese geile Wirbelsäule oder, I don't know, Schulter, Knie, Ellbogen. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, ich glaube, das ist Ellbogen? I don't know. Ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt habe ich mir was ausgedacht. Und zwar können sich vielleicht einige von euch an dieses Video erinnern, was ich mal gemacht habe. Das nannte sich How to be True. Und da haben wir Evil Apps getestet. Und zwar auch Evil Bildbearbeitungs-Apps. Und da haben wir ein Bild zum Test bearbeitet. Und ja, da kann man halt so Evil-Schriften einfügen und so. Coole Filter und so. Und deswegen habe ich mit dieser App ein Bild bearbeitet und Buttons draus gemacht. Jedes Paket bekommt noch einen Button mit meiner Fresse und Evil Prinzessin Deichschrift drin. Ich habe, als ich die Buttons gemacht habe, sehr gelacht, weil es sich sehr weird angefühlt hat, Buttons mit dem eigenen Gesicht drauf zu machen. Ja, ich hoffe, ihr findet sie cool. Ich finde sie schon cool, obwohl es sich auch ein bisschen weird anfühlt. Aber ich dachte mir, das ist eine coole Referenz zu dem Evil Apps Video und deswegen wollte ich die unbedingt mit dabei haben. Jedenfalls werde ich aus all diesen Sachen eines nehmen und in ein Paket packen, sodass wir 6 schöne Evil Pakete haben. Und 6 Leute von euch können jeweils so ein Paket bekommen. Was müsst ihr dafür tun, fragt ihr euch natürlich. Ihr müsst bitte meinen Kanal abonnieren und am besten auch ein Like hinterlassen. Aber wenn ihr nicht liked, ist das natürlich auch nicht so schlimm. Aber es wäre natürlich toll. Und ihr wisst, worüber ich mich immer freue, Kommentare. Und in die Kommentare schreibt ihr bitte rein, was das erste Video war, was ihr von mir gesehen habt. Oder welches Video euch am besten gefallen hat. Das ist dann ein bisschen Bauchpinselung für mich. Aber ich freue mich da, glaube ich, ganz doll drüber. Und außerdem freue ich mich sowieso immer über Kommentare unter meinen Videos. Ich finde es sehr schön, mit euch zu interagieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, euch gefällt überhaupt die ganze Idee, die ich hier hatte. Und ich möchte mich natürlich richtig, 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 richtig doll bedanken. Natürlich an alle, die mich in den letzten Jahren verfolgt haben und den Subscribe-Button gedrückt haben. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal 100 Abonnenten hatte oder 200. Ich meine, 600, beziehungsweise wir sind ja jetzt schon ein bisschen mehr, wir haben ja jetzt schon so um die 700, das ist natürlich in der heutigen YouTube-Welt nüscht, ja. Ich meine, bei den Leuten, die irgendwie hunderte, tausende bis Millionen Abonnenten haben, die denken sich, ah, das ist ein Pup, sonst was. Aber ich freue mich sehr, sehr doll darüber und genau deswegen möchte ich halt diese ganze Aktion hier machen. Und natürlich bedanke ich mich für euch und eure Unterstützung. Und besonders bedanke ich mich natürlich bei den ganzen wundervollen Menschen, die Sachen gesponsert haben, die ich hier an euch verschenken kann. Vielen Dank an Pechkekse, vielen Dank an die Seifenhexe, vielen Dank an Heretikum, vielen Dank an Homemade Nightmares und vielen Dank an mich selbst. Das war richtig dumm. Natürlich vor allem vielen Dank an euch, die ihr meine Videos guckt, meinen Kanal abonniert und mir Kommentare schreibt und so weiter und so fort. Und das hat mir in den letzten Jahren alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte gerne das alles noch viel mehr weiter ausbauen und weitermachen und ja, und ohne euch geht das natürlich nicht. Und deswegen bin ich so aufgeregt und nervös und sollte mich jetzt einfach verabschieden. Vielen Dank für alles, ihr Lieben. Tschüss. Und, ach Mann, oh, ich kann das nicht. Fuck. Ach, dieses Video ist so unstrukturiert. Ich hätte mir das alles vorher überlegen sollen. Scheiße. Ja, in diesem Video werden so viele fucking Cuts drin sein. Das wird so scheiße. Dabei wollte ich mir doch so viel Mühe geben. Oh, fuck my life. Total großartige... ich kann nicht reden. Fuck my life.